Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen, mittlerweile 12. Ausgabe von Frag Felix. Ich befinde mich hier gerade mit der lieben Elli in Straßburg in Frankreich, denn wir fahren zurzeit ein bisschen rum und wollten mal ein bisschen Frankreich ansehen. Und ja, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, habe ich hier natürlich nicht mein fettes Video-Setup dabei, sondern nur meine Sony RX 100 Mark IV. Und naja, die Qualität ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so krass wie gewohnt, aber ihr könnt dieses Video hier einfach mal auch als Videoqualitätstest von der RX 100 anschauen. Also ist es doch auch mal was und ich würde sagen, ja, wir fangen einfach mal mit den Fragen an. Viel Spaß! Hey Felix, was hältst du vom neuen OnePlus 2? Das OnePlus One war ja schon ein ziemlich krasses Smartphone für seinen Preispunkt. Also es hat ziemlich viele geile Funktionen für wenig Geld geboten. Und da waren natürlich jetzt die Erwartungen auch von mir an das OnePlus 2 ziemlich, ziemlich groß, dass es dasselbe wieder erfüllt. Und ich muss sagen, als die ersten Leaks zum OnePlus 2 rausgekommen sind, habe ich gedacht, oh shit, was ist das für ein hässliches Gerät? Aber jetzt, wo es gestern von mir aus gesehen jetzt vorgestellt wurde, muss ich sagen, dass ich doch im Großen und Ganzen recht begeistert davon bin. Ich meine, das Design ist nicht so schlimm, wie es in den ersten Bildern aussah. Gerade mit den austauschbaren Rückseiten, gerade mit den Holzrückseiten, sieht das Ding einfach richtig, richtig geil aus. Und auch von den Specs her scheint es wirklich ein absoluter Killer zu sein. Und das für unter 350 Euro, da kann man sich echt nicht beschweren. Das Einzige, was ich richtig nervig finde, ist, dass es wieder ein Invite-System gibt, also man das Gerät nicht einfach so kaufen kann und dass es kein NFC hat. Da frage ich mich, was haben sich die Leute von OnePlus dabei gedacht, aber nun gut, so ist es nun mal, aber wir werden einfach mal im finalen Test, wenn ich das Gerät in meine Hände bekomme, hoffentlich sehen, was es halt tatsächlich drauf hat. Wann beginnt deine Reise durch Deutschland? Wie man sieht, hat sie schon begonnen oder wie man auch nicht so gut sieht, weil ich bin ja jetzt hier gerade nirgendwo in Deutschland, sondern in Straßburg. Das hat den einfachen Grund, dass Elli noch nie in Straßburg war und Straßburg liegt ziemlich nah an der deutsch-französischen Grenze und dann sind wir auf unserer Deutschlandreise mal kurz in Straßburg vorbeigefahren. Aber ja, ich bin seit 2 Wochen jetzt ungefähr unterwegs und werde auch noch weitere 6 Wochen unterwegs sein. Ich habe mir das so vorgenommen, dass ich die ersten 4 Wochen einfach privat ein bisschen reisen möchte. Deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie so viel mit Fan-Treffen in irgendwelchen Städten oder bla 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 irgendwie sowas gemacht, weil ich einfach mal ein bisschen Urlaub machen wollte. Und deswegen habe ich auch hier meine liebe Elli dabei. Und genau, die nächsten 4 Wochen, die dann mit der Gamescom und den Videodays und so weiter eingeläutet werden, da werde ich dann mit Valentin Möller und Philipp Dorset unterwegs sein. Und da kommt auch noch einiges auf euch zu, auf der Rumpelkiste zum Beispiel. Oh, will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber ja, ich bin schon seit 2 Wochen unterwegs und ich werde noch 6 Wochen unterwegs sein. Und bisher, bisheriges Fazit, wie gefällt es dir? Oh, so toll überall. Ja, es ist absolut genial und ich freue mich noch auf die verbleibenden Wochen. Lohnt es sich für mich, einen Mac zu kaufen? Ich bin 12. Nicht unbedingt. Also ich finde, mit 12 sollte man andere Dinge machen, als ständig vor dem PC hängen. Wie zum Beispiel hier auf einen Baum rauf zu klettern oder so. Aber ja, nee, mit 12 braucht man keinen Mac. Kann man dich am Samstag, den 5. September, auf der IFA antreffen? Und wie schaut es mit einem Fantreffen aus? Ja, ich werde auf der IFA 2015 natürlich wieder anzutreffen sein. Und zwar nicht nur am Samstag, sondern eigentlich auch Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Also ich glaube, dass ich 4 Tage auf der IFA bin. Bin mir aber noch nicht ganz so sicher. Aber ja, man kann mich natürlich einfach so auf der IFA treffen. Aber die beste Gelegenheit ist natürlich, wie du es schon angesprochen hast, das Fantreffen. Oder ich will es jetzt mal nicht Fantreffen nennen, weil das soll es eigentlich nicht sein. Es soll eher ein Zuschauertreffen sein und eine nette Talkrunde sein. Denn dieses Jahr haben wir Technik-YouTuber sogar von der IFA einen Platz bekommen, wo wir dieses Event abhalten können. Und das wird am Sonntag, den 6. September um 14 Uhr in der Halle 15.2 beim Young IFA-Stand sein. Und da werde nicht nur ich sein, sondern auch eine Menge andere große Technik-YouTuber. Und wenn du da Bock hast, vorbeizukommen, bist du herzlich, herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf euch und freuen uns darauf, ein bisschen mit euch einfach über Technik zu diskutieren, ein bisschen zu labern, euch ein bisschen kennenzulernen. Und ja, ich verlinke euch auch einfach mal das Facebook-Event unten in der Videobeschreibung, dass du da schon fest zusagen kannst oder dir nochmal die Eckdaten reinziehen kannst oder up to date bleibst, falls sich da nochmal irgendwie was ändert. Und ja, wir freuen uns auf euch und sehen euch dann bei der IFA. Was macht deine Freundin beruflich? Lass sie uns doch einfach selber fragen. Elli, was machst du beruflich?
Ja, also ich habe jetzt letzten Sommer mein Abitur gemacht und werde dann im Herbst anfangen zu studieren. Und ich möchte Lehramt fürs Gymnasium in der Fächerkombination Mathe und Biologie unterrichten. Später. Oh mein Gott, sie will Lehrerin werden! Warum hast du dich entschlossen, YouTuber zu werden? Aus welchem Grund? Vor über 6 Jahren, als ich noch keinen YouTube-Kanal hatte, habe ich einfach viele Leute gesehen, die im Internet ihre Leidenschaft für Technik geteilt haben. Und ich habe gesehen, dass sie eine Menge Spaß dabei hatten. Da habe ich mir gedacht, Mensch, ich interessiere mich doch auch für Technik und ich interessiere mich auch fürs Video machen. Warum sollte ich nicht auch meine Leidenschaft für Technik teilen? Und das war der Grund, warum ich einfach angefangen habe. Und das ist auch bis heute eigentlich noch der Hauptgrund, warum ich diese Sache hier mache. Einfach, weil es mir eine Menge Freude bereitet, meine Leidenschaft zu nehmen und mit anderen Leuten zu teilen. Wenn du aber die Frage so gemeint hast, so nach dem Motto, warum hast du dich dazu entschlossen, YouTube beruflich zu machen, dann würde ich sagen, weil ich konnte. Ja, ich hatte die Chance gesehen, dass es finanziell möglich ist und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich habe hier die Möglichkeit, meine Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen, also warum nicht, und deswegen habe ich das gemacht. Wie lange brauchst du, um ein Video zu produzieren und was macht dir am meisten Spaß daran? Wie lange ich tatsächlich für ein Video brauche, kann komplett unterschiedlich sein. Es gibt manche Videos, die schaffe ich in 5 bis 10 Stunden fertigzustellen. Und es gibt Videos wie zum Beispiel das Apple Watch Review, wo ich über 100 Arbeitsstunden dran saß, bis es fertig war. Das heißt, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Aber wenn du dich mehr dafür interessierst, wie es für mich ist, Videos zu machen, dann empfehle ich dir mal ein Video von mir, das ich mal unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, wo ich mal ein ausführliches Felix Bar Making of Behind the Scenes gemacht habe. Und da kannst du ganz genau sehen, wie ich arbeite und wie ich meine Videos so erstelle. Aber ich glaube, das, was mir beim Videomachen am meisten Spaß macht, ist das tatsächliche Filmen von Videos, weil ich einfach Kameras liebe und weil ich es liebe, irgendwie so Szenen zu erstellen, die einfach gut aussehen, wo irgendwie cinematisch irgendwas Geiles passiert, und das ist einfach am geilsten. Und am wenigsten Spaß macht mir eigentlich Skripten, weil da muss man so lang irgendwelche Texte schreiben oder so, und das ist irgendwie ein bisschen zu langweilig, finde ich. Elli, was machst du, wenn Felix YouTube-Videos produziert? Ja, was machst du? Ja, also das muss man zweiteilen, weil einmal, wenn er so skriptet oder schneidet, dann macht er das meistens abends, wo ich schon schlafe, weil ich mehr Schlaf brauche. Und wenn ich bei ihm in der Wohnung bin, wenn er gerade aufnimmt, dann spiele ich meistens mit meinem Handy im Hintergrund oder schaue ihm einfach zu. Tada! Wer sind deine Lieblingspersonen auf Beam? Ganz ehrlich, eigentlich habe ich nur einen Favoriten auf Beam und das ist ganz klar, mit riesengroßen Abstand, Jonas vom Kanal Technikfreund YouTube, der auf Beam, glaube ich, Jonas heißt. Ich blende euch das mal hier oben ein, damit ihr dem auf Beam folgen könnt. Aber der Kerl macht nicht nur super kreative YouTube-Videos, sondern auch richtig krass geile Beams. Also wenn ihr Beam habt, folgt unbedingt hier Jonas, weil der Typ macht einfach grandiose Sachen und es ist immer wert, seine Beams anzuschauen. Eine Sache, die ich aber auch noch anmerken wollte, ist, dass die Lage mit den Invitation Codes auf Beam mittlerweile viel, viel besser geworden ist. Und all diejenigen von euch, die jetzt noch nicht reingekommen sind, können mich gerne nochmal auf Twitter anschreiben. @felixbar heißt da, links auch unten in der Videobeschreibung. Und dann schaue ich mal, ob ich euch noch irgendwie einen Code zukommen lassen kann, damit auch jeder von euch in Beam reinkommt, damit ihr auch Jonas folgen könnt. Glaubst du an ein 12 Zoll iPad und welche besonderen Features müsste es deiner Meinung nach haben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bisher irgendwie die Gerüchte zu einem iPad Pro immer für sehr sinnlos gehalten habe, weil ich gedacht habe, okay, ein iPad ist sowieso eher ein nicht ganz so produktives Device wie jetzt zum Beispiel ein Laptop oder so. Es braucht nicht einen größeren Bildschirm als 10 Zoll. Aber jetzt, wo das Multitasking ja mit iOS 9 hinzugefügt wurde, glaube ich, dass es schon sehr viel Potenzial hat, was Arbeiten mit einem Touchscreen angeht. Und ich glaube, dass man mit einem 12 Zoll iPad Pro wirklich viele coole Dinge schaffen könnte. Auf iMovie Videos schneiden, mit GarageBand Musik machen, E-Mails beantworten und so weiter und so fort. Vor allem auch Sachen lesen und Filme schauen, könnte viel, viel geiler sein auf so einem großen Display. Und deswegen weiß ich mittlerweile gar nicht mehr so genau, ob das jetzt kommen soll oder nicht. Ich meine, ich würde mich einfach davon überraschen lassen. Ich würde einfach schauen, wenn es kommt, wie es denn tatsächlich so ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade im Multitasking-Bereich ziemlich gut rocken wird. Warum gibt es Menschen auf YouTube, die ein Video machen, wo sie ein neues Handy einfach zerstören und es dann reinstellen? Da frage ich mich, ob die genügend Geld haben oder ob die Anbieter ihnen das Handy einfach zum Kaputtmachen schicken.
Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du so Channels meinst, wie zum Beispiel den von TechRex, der dafür bekannt ist, dass er einfach nagelneue iPhones nimmt und die auf die kreativsten Arten und Weisen zerstört. Und ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang auch gedacht habe, so, was ist falsch in den Köpfen von den Leuten? Aber mittlerweile finde ich es eigentlich, ja, um ganz ehrlich zu sein, fast schon genial, was sie machen. Weil ich finde, das ist eigentlich ziemlich geniale, fast schon Gesellschaftskritik ist, die zeigt, in was für einer materiellen Welt wir noch leben. Und die ganzen Leute, die sich unter diesen Videos immer aufregen, oh, du hast das und das kaputt gemacht, bla bla bla, sind einfach der beste Beweis dafür, wie materialorientiert und fixiert wir schon sind. Und ich finde es auch geil, wie die Leute einfach total provokativ mittlerweile sind und wirklich das einfach nur noch auf Streit auslegen und sozusagen die Trolls auf YouTube füttern. Das ist eigentlich alles recht unterhaltsam, aber abgesehen davon stimmt es natürlich, dass es ziemlich sinnlos ist, Handys zu zerstören. Aber ich denke mir dann immer, okay, diese Videos kriegen Millionen Klicks. Leute, die einen ähnlichen Humor haben oder ähnlich humorvoll mit der Situation umgehen wie ich, haben durch so ein Video auch noch was zu lachen. Und wenn man mal überlegt, wenn man für ein zerstörtes Handy irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen Leute zum Lachen bringen kann, dann war es das eigentlich in meinen Augen schon wert. Aber ich glaube kaum, dass die Leute die Geräte gesponsert bekommen. Es ist einfach so, dass sie sich über die Klicks total refinanzieren. Weil du kannst ja einfach mal ausrechnen, 5 Millionen Klicks für ein zerstörtes iPhone reichen vollkommen aus, um das iPhone zu bezahlen und noch drüber draus einfach was zu verdienen. Und ja, deswegen denke ich, dass die meisten Kanäle das einfach nur machen, um ein bisschen Cash zu verdienen. Meine Frage an dich, gibt es eine Adresse, an die man dir etwas zuschicken kann? Das möchte ich gerne machen. Also aktuell ist es so, dass ich noch kein Postfach oder irgendwie eine öffentliche Adresse oder sowas habe, weil ich einfach bisher gedacht habe, okay, wer will mir schon was zuschicken? Aber ihr könnt mir gerne einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr es gerne hättet, dass ich mir mal ein Postfach aufmache, dass ihr mir irgendwie Briefe schicken könnt oder irgendeinen anderen Quatsch. Ich kann es wirklich überhaupt gar nicht einschätzen, wie viele von euch tatsächlich an sowas interessiert wären. Also schreibt es einfach mal unten rein und wer weiß, vielleicht habe ich bald ein Postfach. Hallo Felix, was hältst du vom iPod 5G? Ist der iPod ein ausgestorbenes Produkt? Also ich glaube, dass iPods auf lange Sicht einfach nicht mehr existieren werden. Wir können alle Musik mit unseren Handys hören und deswegen braucht eigentlich kaum noch jemand einen MP3-Player. Klar, es gibt Anwendungsfälle wie, keine Ahnung, ich will joggen gehen und während der Musik hören und nicht mein ganzes iPhone mitschleppen und so weiter und so fort. Aber wirklich einen großen Markt wird der iPod nie mehr wieder haben. Der kleine vielleicht noch, der iPod Touch. Vielleicht auch noch ein bisschen für Leute, die einfach sich kein iPhone kaufen können, wie zum Beispiel irgendwelche Kinder, sage ich jetzt einfach mal. Für die wird es vielleicht noch ein gutes Produkt sein, aber für die allermeisten Leute wird einfach ein iPod ein Gerät sein, das man nicht mehr kauft. Du bist ziemlich behindert. Aha, sagt mir jemand, der nicht mal weiß, wie man ziemlich schreibt und ein Minecraft-Profilbild hat. Alles klar, komm, ciao. Aber jetzt sind wir hier angelangt beim Bahnhof von Straßburg, wie man im Hintergrund sehen kann, denn wir müssen uns langsam auf den Weg nach Hause begeben. Und deswegen war es das jetzt hier auch schon mit der mittlerweile 12. Ausgabe von Frag Felix. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, die Kameraqualität war auch okay. Ich weiß, das Bild war mal manchmal ein bisschen verwackelt, das tut mir auch sehr, sehr leid, aber ich hatte jetzt hier einfach kein fettes Stativ dabei. Ansonsten würde mich aber auch noch einfach interessieren, wie ihr die Bildqualität so abgesehen vom Wackeln einfach fandet, von der RX100 Mark IV jetzt hier in 4K. Ist es gut gelaufen? Ist es nicht so gut gelaufen? Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Und was ihr mir auch unten in die Kommentare schreiben könnt, sind Fragen für die nächste Folge von Frag Felix. Denn da muss ich natürlich wieder irgendwas beantworten. Und wenn ihr da Teil von sein wollt, könnt ihr das einfach unten in die Kommentare posten. Aber ansonsten würde ich sagen, was ist jetzt mit dieser Folge? Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback auch unten in die Kommentare oder via Like-Button freue ich mich natürlich auch wie immer sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao! Ja. Cool.